Ella, wir sind jetzt endlich live. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Nur 20 Minuten später. 15 Minuten später. Wir hatten marginale technische Probleme bei diesem Livestream. Wahnsinn. Ich bin ein bisschen beeindruckt von dieser Komplexität, die Livestreaming mit sich bringt. Es ist immer wieder eine Überraschung, wie es am Ende dann wird und wo man rauskommt und ob alles so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Aber so wie es aussieht, sind wir jetzt tatsächlich live. Oh Gott. Wir sind sogar auf deiner Chronik live, so wie ich es eingestellt habe. Stimmt. Wow. Ja. Okay. Hi. Hi. Michaela. Wie geht es dir trotz dieses oder nach oder wie auch immer nach diesem aufregenden letzten Viertelstunde, in der du ungefähr 700 Mal versucht hast, live zu gehen mit mir? Ja, wir haben es oft versucht. Ich bin erstaunlich entspannt. Ich fühle mich sehr abgebrüht, was das Live-Gehen angeht. Weil du einfach ein Profi bist. Anscheinend. So ist es. Wie bitte? Wie es dir geht. Sehr gut. Ich habe das in unserem, ich weiß nicht in welchem, ich glaube im ersten Versuch live zu gehen ja bereits einmal gesagt. Ich habe das spannende Erlebnis hinter mir, diese Woche 30 Jahre alt geworden zu sein und somit fühle ich mich jetzt weise und erhaben und all diese Dinge, die man dann wird, wenn man älter wird oder zumindest werden sollte. Das ist einfach affirmativ jetzt. Also ich behaupte das und dann wird es so. Okay, und du hast damit auch pünktlich am Montag angefangen, nehme ich an. Richtig. Also so wie sich das gehört, zu Beginn der Arbeitswoche 30 werden und dann kann der Rest der Woche eigentlich nur gut werden. Kann er nur gut werden, mit neuer Weisheit gestartet auf jeden Fall. Gibt es irgendeine Weisheit, die du vielleicht gleich mit uns teilen möchtest? Was kam dir für weise Gedanken, als du 30 warst? Oh mein Gott, es gibt so viele weise Gedanken, die, also ich weiß gar nicht, ob ich die am 30. hatte. Ich glaube, es sind so ein bisschen zwei Sachen, die ich spannend finde. Die eine Sache ist, es kommt immer alles anders, als man denkt. Das hört sich so abgedroschen an, aber es ist einfach so wahr. Ich habe das Gefühl, es ist so ein Gesetz der Welt, dass einfach nur um es spannend zu halten, ständig Dinge andere Dinge passieren, als das, was du geplant hast. Und Streaming. Zum Beispiel, dass einfach dein Streaming nicht funktioniert und du dann ganz verrückt einfach über Facebook streamst, anders als gedacht, aber okay. Das zum einen und zum anderen, und das passt auch sehr gut zu diesem Thema, alles, was es gibt, gibt es auch in geil. Oh, aha. Das ist eine sehr faszinierende Weisheit. Ja. Tell me more. Ja, das ist die grundlegende Überlegung, dass im Endeffekt alles, was du theoretisch machen könntest oder womit du dich beschäftigen könntest, kannst du auf eine, also im Endeffekt ist es ja wieder, ich glaube, es muss natürlich jetzt als Recht nach meinem 30. Geburtstag eine Empowerment-Nachricht sein. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, alles, was theoretisch machbar und habbar oder wie auch immer denkbar möglich ist, kann einfach in seiner Qualität gesteigert sein, durch einfach auch dich selbst oder dein eigenes Empfinden und Bewerten. Also natürlich das, aber auch vielleicht wie viel Mühe du dir für Dinge gibst oder wie sehr du dich irgendwie in Dinge vertiefst. Mhm. Aber ich finde es immer ganz spannend, sich zu überlegen, dass wir ganz, ganz viel von dieser, okay, das war jetzt irgendwie eine gute Version, von dieser Bewertung letztendlich in unseren eigenen Händen haben. Mhm. Naja, aber ich glaube, das war jetzt genug Lebensphilosophie zum Donnerstagnachmittag. Okay, ja, auf jeden Fall danke dafür, dass du einen Teil deiner Weisheit mit uns geteilt hast. Stimmt, ja, ich habe das auch jetzt natürlich provoziert. Es werden noch viele andere schlaue Überlegungen folgen. Also es kommt immer alles anders, als man denkt, und alles, was es gibt, gibt es auch in geil. Also ich finde die zweite schon ein guter Anfang. Die zweite ist vor allem neu, vor allem wenn man die beiden miteinander kombiniert, ja, dann sind die ja noch
noch awesomer als alleine. Ja, stimmt. Darüber können wir auf jeden Fall noch ein bisschen sinnieren. Ja. Können wir ja auch mal über das Thema sprechen, über das wir uns überlegt haben, heute zu reden. Das können wir auch noch. Wir werden da werden bestimmt nochmal auf unsere Weisheiten zurückkommen. Vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang. Ich bin gespannt. Wenn, dann werden wir ihn mit Sicherheit finden. Das Thema, über das wir heute reden, es lautet ironisch, sarkastisch in sich selbst. Die Komplexitätsreduktion für Dummies. Und es ist im Endeffekt, also wir haben ja irgendwie vor uns überlegt, wie wollen wir jetzt diese Folge nennen. Uns war klar, dass wir über die Komplexitätsreduktion sprechen wollen. Und eigentlich ist dieses Wort einfach genau das Gegenteil von dem, was es meint, weil es einfach ultra lang und total kompliziert ist. Und irgendwie ist es auch so eine Eigenart der deutschen Sprache, dass einfach so unfassbar lange Wörter mit vielen Xen und X-Lauten zusammensetzen kannst und dann hört sich das richtig soziologisch an und schlau. aber im Endeffekt ist es alles andere als Komplexität reduzieren, sondern eigentlich ganz schön komplex. Und genau, wer aber das macht, ist eben diese Reihe für Dummies. Ich kann mir vorstellen, dass das einige Leute kennen. Es ist diese gelben Bücher, die es für alle möglichen irgendwie echt komplexen Themen gibt, irgendwie Astrophysik oder Zen-Buddhismus. Zen-Buddhismus, habe ich gehört, gibt's auch. eben komplexe Gedanken, die aber einfach erklärt werden. Und wir wollten uns ja dieses Mal darüber unterhalten, was ist überhaupt Komplexitätsreduktion? Was ist überhaupt Komplexitätsreduktion? Naja, Komplexitätsreduktion heißt ja erstmal Komplexität zu reduzieren, das heißt, die Dinge einfacher zu machen. Ja. Und wo vorher viele Nuancen oder Informationen sind, da einiges wegzunehmen von dieser Mannigfaltigkeit der Informationen und sich auf einige wenige Sachen zu konzentrieren und anderes entweder auszublenden, zu löschen, wegzunehmen in irgendeiner Art und Weise. Also so würde ich jetzt die Reduktion, ja, das Reduzieren, Wegnehmen davon verstehen. Ja. Und das ist ganz spannend. Ich hatte dich vor der Aufnahme nochmal gefragt, aus welcher Perspektive dich das besonders interessiert. Und deine Perspektive hier in diesen Unterhaltungen ist ja die kulturwissenschaftliche. Ja. Und da hast du gemeint, dass Kultur ja auch für die Menschen, für die Gesellschaft, für den Einzelnen letztendlich die Komplexität, also die Kompliziertheit der Welt und die Kontingenz, auch das Unvorhersehbare reduziert auf ein machbares Maß an Fakten und vielleicht Bedeutungen, die Dinge haben können. Und dadurch, dass es reduziert wird, wird es handhabbarer und vor allem wird es auch ausgedeutet in der Kultur. Habe ich das so richtig verstanden erstmal? Ja, total. Das Ganze, also der gesamte Gedanke fängt eigentlich an bei dem, was du gerade schon angesprochen hast, und zwar mit der Kontingenz. Und das ist ja auch allein schon so ein alles andere als unterkomplexes Wort. Oh Gott. Ich habe jetzt total den Komplexitäts... Zu viele X. Ich bin jetzt voll drin. Also im Endeffekt ist es so, dass wenn wir uns einfach jetzt mal eine Situation vorstellen, dann irgendwas passiert. Und es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten, dieselbe Situation zu deuten. Und diese unendlichen Möglichkeiten, was die Welt sein könnte, was ich sein könnte, was die anderen sein könnten und so weiter, das wird auch als Kontingenz bezeichnet. Und vielleicht hat die eine oder der andere schon mal was von Kontingenzbewältigung gehört. Also quasi, und das ist im Endeffekt genau das, worauf ich ein bisschen hinaus möchte. Und zwar, dass wir in dieser wahnsinnig komplexen Welt, in der so viele Gleichzeitigkeiten sind, in der es so viele miteinander verwobenen Herausforderungen gibt, die Aufgabe haben, klarzukommen, jetzt mal blöd gesagt. Und wie schaffen wir das?
Ja, ich finde das sehr gut. Ich möchte ganz kurz da, ist mir gerade eingefallen, dass ja eigentlich auch die jetzige Situation mit Corona da ein super Beispiel dafür ist, für eine Situation, die wahnsinnig komplex ist und wo wir aber trotzdem irgendwie damit umgehen müssen und ganz oft oder immer wieder in all möglichen Kontexten eben so eine Komplexitätsreduktion stattfindet. Stimmt. Auch eine ganz bewusste Reduktion, weil nämlich man sonst gar nicht damit umgehen könnte. Ja. Und damit benennst du auch schon was ganz, ganz Wichtiges. Also warum machen wir das überhaupt? Komplexität reduzieren. Es geht einfach darum, dass wir handlungsfähig bleiben, dass wir in der Lage sind zu reagieren, dass wir wissen, wie wir eine Sache verstehen sollen. Also ne, einfach zu verstehen, was passiert hier und was mache ich jetzt. Und es gibt einige Theorien über Kultur, also quasi, also es gibt auch verschiedene Theorien, was Kultur ist, aber das ist ein anderes Thema. Sagen wir jetzt einfach mal Kultur als das große Ganze, also ein ganz holistisches Bild von wir leben miteinander und irgendwie funktioniert es so. Und es gibt Überlegungen dazu, dass Kultur im Endeffekt genau das leistet, dass es eben eine Situation gibt, also zum Beispiel zwei Menschen begegnen sich, es ist irgendwie die waren vorher nicht zusammen, die kommen dann zusammen. Das ist erstmal eine Herausforderung, die müssen da verschiedenste Dinge überwinden und die Kultur bietet ganz viele Möglichkeiten an, diese Komplexität zu reduzieren. Also sei es gibt irgendwie bestimmte Verhaltensformen, es gibt Rollen, wer sind die beiden Personen, es gibt ein Gefühl zu dem Umfeld, wo haben wir uns gerade getroffen, was ist hier angemessen. Also gibt ganz viele Regeln und Skripte und Routinen und so weiter, die quasi diese super komplexe Situation helfen zu aufzulösen und damit gut umzugehen. Und das ist quasi wie schon so ein erster Schritt der Komplexitätsreduktion. Also, oder einen, den wir ganz, ganz alltäglich machen. Und woher wissen wir, wie das quasi funktioniert in dieser Situation? Ich habe jetzt gerade so eine Begrüßungssituation angesprochen, aber man könnte sich tausend andere Sachen vorstellen. Auch sowas wie, also wirklich auch ganz alltägliche Sachen. Ja, ich gehe einkaufen oder ich bin bei meiner Arbeit oder ich treffe mich mit Leuten. Keine Ahnung, ich nehme am Straßenverkehr teil und so weiter. Diese Regeln und die Art und Weise, wie ich was zu deuten habe, also wie ich das interpretiere, die Deutungsmuster, die ich gelernt habe, die habe ich in einem Prozess gelernt, den wir auch als Sozialisierung beschreiben. Also sprich, ich habe das halt von anderen Leuten gelernt und übernommen und versuche das dann nach bestem Wissen und Gewissen anzuwenden. Ja, und ich meine, du hast ja gerade einen ganz entscheidenden Aspekt an der Reduktion ja angesprochen, als du gesagt hast, das ist eigentlich überlebenswichtig oder das ist wichtig, damit man überhaupt umgehen kann mit der ganzen Situation. Und ich glaube, das dürfte aus den Beispielen, die du genannt hast, auch schon recht deutlich geworden werden. Oder wenn wir jetzt Straßenverkehr nehmen, wenn ich jetzt mein Fokus die ganze Zeit darauf wäre, welche Farben die Kleidung der Menschen hätte und daneben aber mich nicht darauf konzentriere, wo der Zebrastreifen ist und wo er nicht ist, dann laufe ich ja Gefahr, eventuell überfahren zu werden. Ja. Und das heißt, da muss ich Komplexität reduzieren oder auch einfach, das Gehirn kann ja gar nicht so viele Sachen auf einmal sinnvoll verarbeiten, Ja. reinkommen. Und das heißt, man muss irgendwie auswählen, wo setze ich den Fokus drauf und was blende ich erstmal aus, damit ich überhaupt funktionieren kann. Also ich glaube, das ist weniger problematisch nachzuvollziehen, warum das wichtig ist. Nur, wir haben auch darüber gesprochen vor der Aufnahme, dass Komplexitätsreduktion natürlich auch Nachteile haben kann, dass Komplexität, wenn sie reduziert wird, es wird immer eine Auswahl getroffen und dann ist natürlich die Frage, zu welchem Zweck und vor welchem Hintergrund wird diese Auswahl getroffen, hat auch oft was, gerade wenn wir von Kultur oder Gesellschaften sprechen, ja schnell was mit Machtstrukturen zu tun, wer da entscheidet, worauf fokussiert wird. Oder auf was fokussiert wird? Ja, voll. Also es hat was mit Machtstrukturen zu tun und was damit auch einhergeht, ist, dass
die Reduktion von Komplexität auch zu einfach zu Klischees natürlich führt und einfach zwangsläufig auch dazu führt. Also wenn wir in einer Situation sind und sagen, ah ja, das ist so einer oder das ist so und so oder hier und so funktioniert das immer so oder diese Menschen reagieren so, dann sind das ja quasi gelernte Reduktionen von der Komplexität, wie es eigentlich insgesamt noch sein könnte, um einfach handlungsfähig zu sein. Und das ist, erfüllt eine ganz, ganz praktische und nützliche Funktion in unserem Alltag. Und gleichzeitig birgt es aber eben auch die Gefahr, dass es halt Annahmen verfestigt oder auch quasi affirmativ halt wirkt. Ne? Das heißt, ich habe die Vermutung oder habe quasi gelernt, dass Person XY sich so verhält, aufgrund von irgendeiner Kategorie, die ich dieser Person zuschreibe. Und dann werde ich auch dafür sorgen, dass in meiner Wahrnehmung sie sich genauso verhalten hat. Also das funktioniert dann halt auch tatsächlich ziemlich gut. Also so strukturieren wir dann letztendlich auch. Also es ist nicht nur so, dass wir die Kontingenz von dem, was ist, reduzieren, sondern auch andersherum durch die Annahmen der reduzierten Komplexität wiederum die Wirklichkeit gestalten. Also das ist wirklich eine Wechselwirkung und das ist halt wirklich krass, wenn man sich überlegt. Also dann hat es eine politische Dimension natürlich. Also könnte man sagen, dass die Welt an sich, wenn man sie jetzt objektiv betrachten könnte, komplex ist. Diese Komplexität wird reduziert, zum Beispiel von einer gewissen Kultur, in der man ist. Und diese reduzierte Welt, was quasi so in den Fokus genommen wird, das bildet eigentlich die erfahrene Realität auch in einer gewissen Art und Weise. Also es gibt verschiedene Theorien dazu. Es gibt auch solche, und die finde ich gar nicht schlecht, die sich überlegen, dass das ein reflexiv ist. Also sprich, dass auch meine Erfahrungen das so korrigieren können. Also das ist nicht also ich glaube, man muss immer aufpassen, Dinge nicht zu sehr in Stein gemeißelt zu betrachten. Also eigentlich ist es eben beides, ne? Es ist sowohl dieses, okay, ich habe gelernt, so und so ist die Welt, ich habe quasi Sinndeutungen gelernt, ich habe Interpretationsschemata gelernt, ich habe meinetwegen Klischees verinnerlicht, oder irgendwie, um es noch pragmatischer zu machen, ich habe mir die Tutorials angeguckt und die How-To-Videos, so und so funktioniert das und so mache ich das auch. Und wenn das und das passiert, dann weiß ich genau, so muss ich jetzt darauf reagieren. Natürlich gibt es dieses Wissen, also man spricht auch von Wissensordnungen, die habe ich gelernt, die habe ich verinnerlicht, die sind in mir drin, mein Körper hat die gelernt. Also man spricht auch von Embodiment, also genau so, verinnerlicht im wahrsten Sinne. Verkörperlichung von Körperung. Und dann ist es aber auch so, dass ich Erfahrungen machen kann, die mich da sehr überraschen und die irgendwie zu diesen Deutungsmustern nicht passen, sodass ich quasi eine Aktualisierung davon habe. Also ich kann sagen, okay, krass, das passt jetzt gar nicht zu dem, wie ich gelernt habe, wie die Welt funktioniert. Interessant, ne? Dann kann ich das quasi verhandeln mit meinem Umfeld und dann kommt es halt darauf an, wie das sich weiterentwickelt. Es könnte sein, dass ich dann korrigiert werde und meine Erinnerung auch korrigiert wird. Also so, dass ich quasi merke, ah ja, okay, nee, vielleicht habe ich das einfach nur falsch interpretiert und man kann es ja auch anders sehen. Aber es könnte auch sein, dass quasi andere wie ich eine ähnliche Beobachtung gemacht haben und dann sich eben diese Sinnzuschreibungen verändern, also auch mittelfristig wirklich neu gesetzt werden. Aber was wir definitiv festhalten können, und ich glaube, das ist das Spannende, ist, dass wir die Komplexität der Welt, wie sie da draußen stattfindet, dass wir die definitiv einkochen auf ein Maß, das wir handhaben können, damit wir nicht wahnsinnig werden und damit wir handlungsfähig werden und nicht im Straßenverkehr überfahren werden, etc., etc. Völlig verwirrt vor unseren Mitmenschen stehen, wenn wir uns versuchen zu begrüßen und nicht wissen, ob wir die Hand geben sollen, uns verbeugen sollen oder sonst irgendwas anderes tun. Ja, genau. Exakt. Ganz genau. Und um diese Herausforderung zu meistern, dafür gibt es eine ganze Menge Lösungen, die wir dann auch als Kultur beschreiben können, auch einfach als Gewohnheiten, als Regeln, Verhaltensmustern etc. Und interessant ist dann eigentlich letztendlich, was auch, also ich finde es spannend, auch in dem Kontext sich mal selbst zu verorten, weil letztendlich, was die Kulturwissenschaft dann wiederum macht, ist ja, sich diese Dinge anzugucken, diese Muster, die dann wieder aufzudröseln und sagen, ey, so selbstverständlich ist es ja nicht, man könnte es ja auch noch anders sehen, lass uns doch mal kurz in die Kontingenz gucken, was es sonst noch sein könnte. Und was wir beide jetzt hier wiederum machen,
ist diese wiederum total komplexen Ideen der Kulturwissenschaft hoffentlich zu vereinfachen und wieder irgendwie zurückzugeben. Ne? Also das ist irgendwie eine ganz interessante Schleife und ein gutes Beispiel dafür, wie die Verhandlungen eben im Austausch stehen. Wenn ich da so ein bisschen zurückdenke an die Zeit, wo ich mich selber sehr interessiert mit verschiedenen wissenschaftlichen Modellen beschäftigt habe, die auch in der Kulturwissenschaft beheimatet sind. Wir haben ja beide Religionswissenschaft studiert. Da habe ich mir oft die Frage gestellt oder fand es faszinierend, drauf zu gucken, wann benutze ich eigentlich welches Modell, welche Theorie? Es gibt ja einen riesen Haufen Theorien über die Gesellschaft, über Kultur, wie einzelne Sachen funktionieren und so weiter. Und jede einzelne Theorie, jedes einzelne Modell ist ja für sich auch eine Komplexitätsreduktion des Ganzen. Ja, natürlich. Ja, das sind immer Ideen, also und Vorschläge, wie es zu deuten wäre oder sein könnte. Richtig, genau. Und man weiß ja oder hat sehr bald so ein Bewusstsein dafür, dass natürlich nichts die ganze Wahrheit ist. Und dann ist halt die Frage, wenn ich mich jetzt auf ein paar Theorien einschieße, warum diese? Ja, diese und keine anderen. Und eine Frustration, die ich erlebt habe, war, dass ich irgendwie keine richtige Antwort darauf finden konnte. Eine Antwort, die mir begegnet ist, im Diskurs sozusagen, war, dass verschiedene Theorien halt interessant sind, weil sie unterschiedliche Aspekte sichtbar machen können. Ja. Aber das ist so spannend. Weil im Endeffekt daraus müssen, da müssen wir ja trotzdem irgendwie raus. Ne? Also gut, jetzt sind wir ganz tolle, schlaue Kulturwissenschaftlerinnen und Philosophinnen und was weiß ich, was nicht, was wir alles sind. Und haben mit tausend Arten über die Welt zu sehen. Okay, aber wir müssen uns natürlich trotzdem, also das wirft uns ja trotzdem wieder vor die Herausforderung am Ende vom Tag, was mache ich? Also wenn ich morgens aufstehe und irgendwie aus meiner Tür gehe, wie verhalte ich mich? Was mache ich jetzt? Ja, woran halte ich mich denn jetzt fest? Ist es die Art, also halte ich mich an der Theorie fest, dass wir alle in einem System leben, oder gucke ich eher danach, ob wir alle nur uns über unsere Sprache irgendwie Sinn verdeutlichen? Keine Ahnung, tausend Ideen. Und da muss ich sagen, hat mir das persönlich total krass weitergeholfen, nochmal den Blick der Systemik, also der systemischen Therapie und Beratung kennenzulernen, die einfach so eine total gute Lösung dafür haben. Und zwar sagen die einfach, du gehst einfach damit, was dir was nützt. Also was hilft dir gerade weiter? Und das ist ein ultra pragmatischer Ansatz und er ist einfach so gut. Ja, das war dann letztendlich auch meine Lösung. Ich nehme einfach das, was hilfreich ist, was nützlich ist. Und das ist natürlich auf einer philosophischen Ebene ganz, ganz spannend, die Haltung, weil mir ging es immer so, also ich habe halt Religionswissenschaft und Philosophie studiert. Und ich war schon sehr interessiert an dem Thema Wahrheit, ja, also was ist eigentlich Wahrheit? Ja, dann viel Spaß, ey. Das macht auch Spaß bis zu einem Punkt, wo du das Gefühl hast, du weißt nicht mehr, ob das jetzt noch Spaß ist oder schon Richtung Wahnsinn abdriftet. Ja, ja. Aber es ist ganz spannend. Es gibt natürlich auch pragmatische Wahrheitstheorien, die genau mit sowas dann spekulieren. Wir können mal über Wahrheitstheorien sprechen. Stimmt, ja. Das wäre auch sehr spannend. Ja. Weil es gibt mehr als eine Art und Weise, wie man sich fragen kann, was wahr ist. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Korrespondenztheorie der Wahrheit, die sagt, ich gucke nach Übereinstimmung zwischen dem, was ich über die Welt zum Beispiel denke oder sage und wie die Welt tatsächlich ist. Dann gibt es eine Konsenstheorie der Wahrheit, wo es darum geht, worauf können wir uns alle einigen. Das ist ganz, ganz interessant, eigentlich mal auf diese Wahrheitstheorien zu schauen. Ja, lass uns Wahrheitstheorien angucken. Das finde ich richtig cool, auf jeden Fall. Können wir gerne machen. Jetzt wollte ich nur einbringen, dass mich das Thema Wahrheit schon interessiert hat und ich schon, sagen wir mal, verrückt genug war, da eine Antwort drauf haben zu wollen. Weil die meisten Leute, die sich, sagen wir mal, so ein bisschen für Philosophie interessieren, aber halt nur so ein bisschen, ja, so das halt ganz interessant finden, wie die meisten Menschen halt, ja. Wenn sie halt hingehen und sagen, ja, da gibt es halt keine Antwort drauf. Ja, das weiß man halt nicht.
Und das hat mir aber nicht gereicht. Also was mache ich denn damit? Das war nämlich, wenn du das jetzt aus einer pragmatischen Perspektive siehst, was nützt mir diese Aussage? Ja, weiß man halt nicht. Weißt du, es nützt mir einfach rein gar nichts. Naja, also es kann auch natürlich sehr befreiend sein, wenn du halt keine festgeschriebene Wahrheit hast, kannst du natürlich auch, hast doch die Freiheit, dann diverse Optionen durchzuprobieren und zu gucken, was dir am besten schmeckt. Ja, aber das wäre zumindest eine Haltung zu, meine Haltung ist, ich bin zum Beispiel super frei in dem, wie ich es gestalten kann und was ich machen kann. Aber das, was ich meine, ist eher so ein hilfloses, ich weiß nicht und deswegen beschäftige ich mich nicht weiter mit der Frage. Ja, Das okay. wollte ich. Und ich glaube, dass, oder mein Eindruck war oder ist, dass die meisten Menschen so eine Haltung haben bei so schwierigen Fragen, irgendwann einfach die Hände in die Luft werfen und sagen, keine Ahnung, weiß ich halt nicht. Und dann ist es aber keine Lösung. Eine Lösung wäre, okay, ich habe hier vielleicht nicht die beste Lösung, aber ich habe hier drei Optionen und ich Ja. entscheide mich jetzt für eine von den drei. Ja. Auf irgendeiner Basis, rational, emotional, whatever, aber ich entscheide mich für eine Ja. und mache dann mit der irgendwas und gehe dann irgendwo hin. Ich meine, das ist der Unterschied, ob ich irgendwie. Sagen wir mal, ich habe jetzt die Komplexitätsreduktion nicht richtig gemacht und ich stehe da irgendwie auf der Straße und ich bin völlig überfordert von meinen Sinneseindrücken. Und das ist jetzt nicht so unrealistisch, wie man vielleicht meinen möchte, weil es gibt Menschen, die sind sehr, sehr sensibel und auf die prasseln wahnsinnig viele Sachen ein und für Ja. denen fällt es gar nicht so leicht, die Komplexität richtig zu reduzieren und die haben Ja. dementsprechend Schwierigkeiten. Und wenn die da Probleme haben, dann das zu finden, die müssen auf eine ganz andere Art und Weise lernen, sich zu fokussieren, sich zu Ja. konzentrieren und die müssen einfach eine Entscheidung treffen, worauf gucke ich denn jetzt, wovon lasse ich mich ablenken und worauf fokussiere ich mich? Und ganz ehrlich, in der Wissenschaft ist es meiner Meinung nach, also oder meiner, nicht Meinung, sondern auch meiner Beobachtung nach genau dieselbe Sache. Wenn ich jetzt ein Forschungsfeld habe und mich damit beschäftige, dann könnte ich ja theoretisch alle Modelle dieser Erde an diesem Fallbeispiel durchexerzieren, mit dem Ergebnis, dass ich erstens niemals fertig bin und zweitens, dass niemand hören will, was dabei rausgekommen ist und es einfach auch wirklich nicht wirklich, also vielleicht habe ich so eine Art Ideal nachgeeifert, dass ich jetzt irgendwie möglichst viele Aspekte der Wahrheit abgebildet habe. Allerdings weiß ich trotzdem noch, dass es nicht alle Aspekte sind, weil es es niemals sein wird. Und zum anderen habe ich in etwas entworfen, was einfach niemandem wirklich weiterhilft. So, also von daher ist es eigentlich tatsächlich, also seine eigene Lobby zu kennen, sein eigenes Anliegen zu kennen, das zu wissen, wo man hin will und, oder wo Frau hin will, wo Mensch, wie auch immer, hin will, ist einfach also eine Form von Orientierung, die wir ganz dringend brauchen, um auf eine gute Art und Weise Komplexität zu reduzieren. Und dass wir sie reduzieren müssen, ist klar, weil ansonsten, also das tun wir auch die ganze Zeit, unsere Sinne machen das von ganz alleine. In den meisten Fällen, also du hast ja gerade Fälle angesprochen, wo das nicht der Fall ist, das passiert auch, aber in den meisten Fällen machen wir es von ganz alleine. Und es ist einfach auch super, super wichtig. Und wenn wir eben uns die Frage stellen, okay, denke ich jetzt linksrum oder rechtsrum oder was für eine Idee wende ich jetzt hier an, dann, also oder auch wie du sagst, Entscheidungen treffen, ja, ist ja im Endeffekt genau die Sache. Ich entscheide mich ja für eine Art und Weise, jetzt das, was ich sehe, zu begreifen. Also meistens entscheide ich mich nicht, aber angenommen, ich bin in diesem Doch, doch, du entscheidest super. dich schon, aber oft entscheiden wir uns nicht bewusst. Richtig, genau. Oft entscheiden wir das nicht bewusst und angenommen, ich wäre irgendwie in so einem super achtsamen, wachen Zustand, dass ich das bewusst entscheide oder ich merke, dass ich einen Schmerz habe und merke, oh Gott, was tut mir hier gerade so weh? Und dann erinnere ich mich vielleicht daran, ich könnte die Situation jetzt auch anders begreifen. Und deswegen stelle ich mir dann die Frage, wie möchte ich die Kontingenz jetzt anders ausdeuten? Und dann wirklich auch diesen super, und das finde ich ist wirklich, also zum Thema Empowerment, wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, das ist ein totaler Empower, also ein bestärkender Gedanke, sich irgendwie klar zu machen, ich kann einfach auch ein anderes Modell anwenden. Ich kann einfach auch eine andere Deutungsweise an diese Situation anlegen und daraus ergeben sich dann wieder neue Arten,
wie ich handeln kann, auch wie ich reagieren kann. Mhm. Das ist natürlich insbesondere hilfreich, wenn ich das Gefühl habe, es ist total festgefahren und ich komme mir gerade überhaupt nicht voran. Ja, das stimmt. Also gerade in solchen Situationen, da hast du ja gerade um was angesprochene Situationen, in der jemand sich traurig oder verletzt fühlt, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel jemand hat was zu mir gesagt und es hat mich verletzt. So. Ja. Und da spielt ja ganz viel Deutung eine Rolle. Was glaube ich, was bedeuten die Worte? Was bedeuten sie für mich? Was bedeuten sie für die andere Person? Warum hat die das zu mir gesagt? Warum hat die das zu mir gesagt? Warum hat die das in der Situation gesagt? Das sind alles Deutungen, die da ganz, ganz schnell passieren. Oft automatisch, basierend auf vorherigen Erfahrungen. Ja, also immer wenn, zum Beispiel, wenn mich jemand, ich könnte jetzt ein total banales Beispiel bringen. Ich bringe mal ein total banales Beispiel. Okay. Ich nehme mal Spitznamen. Okay? Spitznamen. Ich bin persönlich kein Freund von Spitznamen. Ich wollte gerade sagen, du hast doch gar keinen, oder? Oder keinen, den ich kenne. Und dann hast du ihn erfolgreich vor mir verheimlicht. Und wenn du möchtest, dass es so bleibt, dann sag ihn jetzt nicht. Okay, ja, ich sag ihn jetzt trotzdem, auch wenn das Internet das so aussetzt, da hat es dann meine eigene Wachstumsaufgabe. Aber okay, sagen wir mal so einen Spitznamen, den es früher mal gab, der an sich völlig harmlos ist, ja, ist, mein Name ist ja Michaela und dann war ein Spitzname Michi. So. Okay. Der ist nicht die erste und die letzte, der das so gehen wird, okay? Aber Michi, das, wenn mich halt so jemand genannt hat, wenn mich jemand heute noch so nennt, und ich hatte tatsächlich einen Fall, in einem Chat war das, und da waren sogar mehrere Leute mit angesprochen, weil wir zwei Michaelas hatten in diesem Chat, und da gab es irgendwie dieses @Michi. So, und die wussten es nicht. Aber wenn ich das lese, @Michi, dann triggert es in mir traumatische Erinnerungen aus meiner Schulzeit, wo die Leute Spitznamen benutzt haben, um sich über mich lustig zu machen. Mhm. Und obwohl ich das total weiß, wo das herkommt und obwohl ich total weiß, dass es jetzt komplett anderer Kontext ist, die Leute haben nichts damit zu tun, ja, die wissen das auch gar nicht, die haben gar keine Ahnung, aber wenn ich das lese, ein Teil von mir geht sofort in so eine, ich fühle mich total beleidigt, ich fühle mich nicht ernst genommen, mhm, ich habe das Gefühl, die wollen sich über mich lustig machen, ich fühle mich nicht respektiert. Aber ich meine, ja, das, also wenn ich jetzt auch mir vorstelle, ich wäre im selben Chat und würde das lesen, dann würde ich wahrscheinlich auch so ein bisschen so denken, so, hä, wer ist damit überhaupt gemeint? Also ich glaube, ich würde erstmal nicht assoziieren, dass du das bist, aber selbst wenn ich es machen würde, würde ich auch nicht, also wäre jetzt so meine spontane Reaktion nicht so, oh, das ist ja ein Unding. Also weißt du, so, das würde ich auch so erstmal nicht spiegeln, glaube ich. Ja. Genau, also das ist halt, ich habe gerade meinen Kaffee umgestoßen. Gut. Oh nein. Nicht so schlimm, ist nur auf dem Boden. Kümmere ich mich gleich drum. Genau, auf jeden Fall, um zurück zu diesem Spitznamen zu kommen, klar ist mir bewusst, dass alles völlig harmlos ist und es ist trotzdem für mich ein echter, bewusster Akt, da nicht emotional drauf zu reagieren, weil das so stark getriggert wird in mir und ich mir echt ganz bewusst in Erinnerung rufen muss, dass die Leute keine Ahnung haben, von dem Hintergrund, dass die Leute das aus Bequemlichkeit machen, dass viele Leute Spitznamen für die ein Zeichen von Freundlichkeit ist. Ja, von Zuneigung auch vielleicht, ne? Also vielleicht, es könnte auch eine total liebevolle Geste eigentlich gemeint sein. Richtig. Und für mich ist genau das Gegenteil. Und dass sie das nicht wissen. Und das ist eine Sache, die ist für mich echt emotionale und bewusste Arbeit, da nicht in so eine defensive Reaktion dann reinzugehen, wenn sowas ist, oder auch nur in einem genervten Unterton zu antworten. Also in anderen Worten, du hast quasi die Situation, jemand sagt @Michi, dann kommst du in die Kontingenz, es gibt 1000 Arten, das zu verstehen, du reduzierst von ganz von alleine, also quasi wie so eine Art unterbewusster Automatismus, gibt es etwas in dir, das so eine Deutungsweise davon auswählt und du reagierst emotional darauf. Und dann, und das ist halt schon natürlich irgendwie Next Level Shit, das muss man an der Stelle halt wirklich mal sagen. Also so für alle, die jetzt denken, oh Gott, ich wünschte, ich würde das hinkriegen, weil das ist nicht einfach. Dann an dem Moment
quasi in diesem Schmerz zu merken, okay, krass, da hat sich gerade was verselbstständigt. Ich könnte jetzt auch spontan einfach anders deuten. Und dann ist die komplette Wirklichkeit eine andere. In der einen Wirklichkeit wurdest du total beleidigt und abwertend behandelt. Und in der anderen Wirklichkeit war jemand liebevoll oder witzig oder faul oder hat nicht drüber nachgedacht oder hat sich vertippt, was auch immer. Und es macht ein komplett anderes Gefühl. Und das finde ich so krass, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie entstehen diese Sinndeutungen. Und wir hatten darüber geredet, dass wir die lernen und dass wir mit diesen gelernten Sinndeutungen dann in die Welt gehen. Aber es gibt ja eben auch die andere Richtung, dass wir mit unserem Erleben Sinndeutungen überschreiben oder verändern. Und das intensivste Erleben, das wir haben, oder was, also was natürlich am meisten Eindruck hinterlässt, ist das Emotionale. So, in dem Moment, wo du ein emotionales Erleben hast, wird es halt alle rationalen Überlegungen übertrumpfen. Und das ist halt ganz, ganz spannend. Und richtig, also wirklich eine Leistung auch, trotz des emotionalen Erlebens, da rauszuzoomen und eine Alternative anzubieten, die ein anderes Erleben hat, mit einer anderen Emotion, für die du dich dann quasi entscheidest und dann halt einfach, jetzt mal blöd gesagt, eine viel geilere Wirklichkeit hast, so. Ziemlich krass. Ja, und ja, alles, was es gibt es auch in Keiler, ne? Alles, was es gibt. Auch die Wirklichkeit. Das gilt auch für die Wirklichkeit. Auch die Wirklichkeit gibt es in geil und in weniger geil. Und ja, wir haben die Möglichkeit, da durchzunavigieren. Wie krass ist denn das? Ja, Wahnsinn. Was ist mit durchnavigieren nochmal? Ich sage, wie krass ist es, dass wir durch diese Wirklichkeiten navigieren können, ne? Das finde ich halt, ist halt schon echt der ultimative Superskill. So. Also, weil im Endeffekt, das ist ja wirklich dann ein, also das ist ja im Endeffekt, manche würden sagen, das wäre magisch, so die Wirklichkeit zu verändern. Ja, also ich meine, es ist auf jeden Fall Wirklichkeit, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, weil es ja mein wirkliches Erleben ist. Und hätte ich jetzt nicht das Bewusstsein darüber, was da mit mir gerade passiert, würde ich vielleicht einfach nur sofort in dieses Muster gehen, hey, Spitznamen sind irgendwie, ne, die reduzieren meinen Namen und damit reduzieren sie mein Wesen und ergo fühle ich mich nicht respektiert, ja. Das klingt auch super logisch, wenn ich das so sage, ne? Ja, das ist die einzige Antwort, Michaela. Wenn ich das für diesen anderen Kontext, dann wäre das auch für mich so. Dann hätte ich auch, wenn mir jemand anders sagen würde, das ist nicht so gemeint, würde ich sagen, das stimmt nicht. Ja. Oder du hast keine Ahnung. Also es würde mir super, super schwer fallen, mich in jemand anderen auch hineinzuversetzen. Dann. Ich finde das mega spannend. Ich habe gerade so ein bisschen so den Blick auf nächste Woche schon, vor dem Hintergrund, dass wir auch, ich glaube, unsere halbe Stunde schon großzügig ausgeschöpft haben. Quasi zur Kompensation, dass wir später angefangen haben. und eigentlich wir haben jetzt mehrere Optionen. Ich finde, also wir hatten einmal uns überlegt, über das Thema Krankheit und Gesundheit zu sprechen, aus auch einer kulturwissenschaftlichen Perspektive und einer Life-Coach-Perspektive, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich finde, was ich auch gerade anschließen könnte, wäre das, was du angesprochen hast mit den Wahrheitstheorien. Und ich würde es einfach jetzt dir überlassen, wenn du das tragen möchtest und kannst, eine Auswahl zu treffen, was du lieber machen würdest. Was ich lieber machen würde. Ich würde lieber nicht noch hier ein Getränk runterschmeißen und was ich keiner getan hätte. Was möchte ich lieber? Ja, also ich finde, das Thema Wahrheitstheorien wäre gerade so wunderbar anschlussfähig. Und deswegen würde ich das einfach mal vorschlagen. Okay. Also Wahrheitstheorien gibt es dann das nächste Mal. Nächste Woche Donnerstag hier an dieser Stelle wieder. Also wir sind heute ja nur bei Facebook. Nächste Woche sind wir dann wieder, hoffentlich, wenn alles funktioniert, auch bei YouTube. Ansonsten würde mich auch sehr interessieren, bei unseren Zuschauern, vielleicht schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal euch erwischt habt bei solchen Automatismen und ob es euch schon mal gelungen ist,
dann sich die Frage zu, quasi da wieder rauszuzoomen und zu gucken, okay, was habe ich für Alternativen, die Situation jetzt zu deuten. Das finde ich echt super spannend, diese Geschichten zu hören. Von daher bitte schreibt doch mal in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall auch das kommentieren oder quasi darauf antworten. Genau. Und ich würde sagen, in diesem Sinne wünsche ich dir, liebe Michaela, und allen anderen eine schöne restliche Woche, ein schönes Wochenende, steht ja schon vor der Tür. Und ja, also vor allen Dingen die Fähigkeit und den Mut dazu, wenn es alles auch in geil gibt, auch die eigene Wirklichkeit vielleicht ein bisschen in geiler wahrzunehmen. Und ich finde, man sollte immer eine Auswahl treffen, wo man den Leuten, wo man den Situationen so ein Rating gibt, wie geil die sind, und einfach das geil zu nehmen von den. Ja, nimm einfach die geilere Option so, weil dann im Endeffekt wird es auch dann für dich selbst eine Auswirkung haben. Das ist for sure. Das nehme ich auf jeden Fall aus diesem Gespräch mit. Danke für den Hinweis. Ja, jetzt als 30-Jährige, da habe ich so weise Ideen, die kann ich natürlich dann auch teilen. Deine Weisheit mit der Menschheit zu teilen. Ja, genau. Das ist jetzt meine Aufgabe. Oh, okay, Liebe. Mach's gut. Bis nächste Woche. Nächste Woche noch von mir alles Gute. Bis dann. Okay, tschüss.